Oh, es sieht so aus, als wenn das Rennen jetzt gestartet ist. Start zum Sansibar bei Bräuninger Rennen ohne die Programmnummer 5, die am Rennen nicht teilnimmt. Die entsprechenden Wetten werden dann nach Bekanntgabe der Quoten zurückgezahlt. Die Führung hat hier Love Supreme übernommen auf den ersten Metern. Innen ist Holding Court zur Stelle. Dann an dritter Position Rosinante und Alcuin. Und so geht es unter ihrem Applaus in die Schlussrunde hinein. Holding Court mit Love Supreme. Dahinter Rosinante auf Platz 4 Alcuin. Und so erreichen sie nun die Kastanienallee. Holding Court mit einer guten Dreiviertellänge, halbe Länge Vorteil vor Love Supreme. Dicht auf an der Innenseite Rosinante und auch Alcuin ist dicht auf. So geht es hier in normaler Fahrt die Kastanienallee entlang. Vorne weiter Holding Court, außen an zweiter Stelle Love Supreme. Dicht auf an der Innenkante dann Rosinante. Und auch Alcuin bleibt dran. So geht es hier auf Ende der Gegenseite zu. Der tiefste Punkt der Rennbahn also gleich erreicht. Und Holding Court weiterhin vorn vor Love Supreme, Rosinante und Alcuin. Jetzt geht's Richtung Berg. Der Anstieg steht an. In Kürze mit Holding Court, außen dicht auf Love Supreme. Dann Rosinante und Alcuin, keinerlei Veränderungen bisher. Und jetzt geht's hier bergan zum Weiteren führt Holding Court, außen Love Supreme, dahinter an der Innenseite Rosinante mit Alcuin dicht auf. So sind sie dicht geschlossen, gleich oberhalb des Anstieges angekommen und auf den Schlussbogen geht es schon zu mit Holding Court, außen an zweiter Position Love Supreme. Dahinter wird Rosinante schon ein klein wenig geschoben. Alcuin daneben versucht dann nachzusetzen. Und so erreichen sie jetzt die Zielgerade in wenigen Metern und weiterhin Holding Court vorn. Aber Love Supreme außen ist hartnäckig. Alcuin wird zur Bahnmitte dann eingesetzt und innen Rosinante, die ihr Glück an den Rails versucht am Übergang. Holding Court mit Love Supreme immer noch vorn im harten Zweikampf. Holding Court. Love Supreme setzt nach. Alcuin versucht dann zu diesen beiden Vorderen aufzuschließen. 200 Meter vor dem Ziel, immer noch Holding Court oder Love Supreme im Kampf. Diese beiden machen es noch unter sich aus. Jetzt kommt Alcuin nochmal, Holding Court und Love Supreme, aber wer holt sich den Sieg? Vielleicht Love Supreme auf der Linie vor Holding Court, dann Alcuin und Rosinante.